Gut, dann machen wir gleich weiter. Herzlich willkommen, mein Name ist Wolfgang Georg, ich bin Koordinator für. Ist noch was? Ich bin der Koordinator für Geoinformation bei der Stadt Wien und wurde eingeladen, heute bei den Linux-Wochen über Open Geo-Government Data zu sprechen mit dem Fokus. Und das war die große Bitte, ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Das heißt, ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam eine Zeitreise zurückzumachen. Die Stadt Wien war Wegbereiter generell für IKT und EDV-Datenverarbeitung. Und das, was wir heute bei Open Government Data an Früchten ernten können, hat eine lange Geschichte hinter sich. Das ist nicht wirklich so von heute auf den Himmel gefallen, sondern da war viel Vorleistung da. Und das, was wir unter Open Government Data heute haben, ist eigentlich das Endprodukt, von dem wir jetzt alle partizipieren können. Und wenn ich sage, wir gehen eine Zeit zurück, dann habe ich wirklich eine Chronologie dann vorbereitet, damit Sie sehen, wie viele Jahrzehnte eigentlich diese ganze Angelegenheit schon her ist. 1972 ist der Startschuss gewesen, dass man sich bei der Stadt Wien mit einer Marktanalyse für grafische Daten und eine Abteilung grafische Datenverarbeitung beschäftigt hat. Und 1974 ist dann diese offen digitalisiert Gerät, wurden Koordinaten digitalisiert, um sie auf einem Bildschirm zu sehen. Und 1974 ist dann auch der erste Präzisionsplotter von ganz Österreich bei der Stadt Wien installiert worden. 1976, 77 wurde dann das räumliche Bezugssystem Wien. Wer von Ihnen mit den Geodaten, also die schon gearbeitet hat, hat das vielleicht auch entdeckt. Das ist heute auch alles Open Government Data. Das räumliche Bezugssystem RBW Wien digitalisiert. Bezugssystem, wie der Name schon sagt, ein geografisches Apparat, auf das man gewisse Informationen dann beziehen kann. Das ist im Prinzip hier die Blockstruktur oder die Umrandung der Straßenabschnitte mit einer Nummer, auf das man dann zum Beispiel eine Ein- oder Statistik drauflegen kann und dann so eine Flächenkarte kann machen und, und. Was das Spannende ist, wir diskutieren heute, wenn Sie heute Open Geo-Government Data konsumieren, bei vielen Datensätzen darüber, na, wo ist denn diese eindeutige, langlebige Nummer bei jedem einzelnen Objekt? Und in vielen Fällen haben wir sie nicht. Bei diesen Systemen, die wir 76 mit Ihnen begonnen haben, haben wir sie bereits gehabt. Das war das erste und wichtigste, dass jedes Objekt, jede Fläche, und da gibt es natürlich auch ein Straßennetz dazu, eine eindeutige Nummer hat, für die Dauer, solange dieses Objekt lebt. Hat sich also bei allen Datensätzen dann herum. 1968 die erste Hochleistungs-CAD-Anlage, die installiert wurde, 1979 der erste Schnellplotter. Und das war dann 1979 das große Megaprojekt, das jetzt dann in ganz natürlich gegeben. Und das war dann der erste Vierfarbdruck im Dezember 1981. Und auf Basis dieser Computerstadtkarte die erste Fachanwendung für die MA33, die ist für die öffentliche Beleuchtung zuständig, wo das ganze Schaltnetz digitalisiert wurde und die Lichtmasten zertifiziert wurden. Es ist dann Schlag auf Schlag weitergegangen. 84 die Adressgeokodierung, also wenn wir heute von geokodierten Adressen sprechen, hat das den Ursprung im Jahr 1984 gehabt und auch die Mehrzweckstadtkarte, die heute die Basis für alle geografischen Daten der Stadtentwicklung ist, ist dann 1984 in Produktion gegangen. Und 1986 war der Startschuss für das Thema Rasterdaten. Wir haben einen großformatigen Laserrasterplotter angekauft und die grafische Mustererkennung, das heißt aus scheinbar dummen Pixelbildern, die wir nicht haben, außer Farbwerte, letztendlich vektorielle Geometrien vollautomatisch abzuleiten mit Mustererkennungsalgorithmen. Thema auch schon sehr alt, heute kann das jedes Handy und viele andere große Player am Weltmarkt, die natürlich solche Informationen darauf ableiten. Ganze Personenerkennung, Gesichtserkennung basiert alles auf diesen natürlich weit weiterentwickelten Algorithmen, die es damals mit den ersten Firmen schon gab. 1987 Kooperation mit dem Bundesamt für Eigenvermessungswesen, wo wir die Katastralmappe digitalisiert und über Mustererkennung vektorisiert haben. Und dann kommt der große Schnitt in etwa 1990, wo die Geoinformationssysteme, die damals proprietär, Amerika war da der Auslöser dafür, dort ist es entwickelt worden und sind dann 1998
88, 1990 nach Europa herübergeschwappt, auch zur Stadt Wien, wo sozusagen das Dissalon fähig wurde, wo der Begriff dem eigentlich erstmalig so richtig aufgekommen ist und wo wir auch als Stadt Wien die Massive Energy gegründet haben und begonnen haben, nicht nur sehr zentriert im Rechenzentrum der Stadt Wien, sondern verteilt auf viele Fachabteilungen die Information zu betreiben. Sprich, die Fachabteilungen editieren ihre Geodaten und wir tauschen das über, das waren damals alles Unix-Server, vollautomatisch im ganzen Magistratsnetz aus, weil es noch eine verteilte Datenhaltung gab. Und 95, der erste Browser, der X-Mosaik-Browser, war das ist online gegangen und die Stadt Wien, wir waren die Ersten, ich habe damals namens mitprogrammiert, die österreichweit einen Online-Startplan ins Netz gestellt haben. Nicht als dummes Bild, sich vorher eingescannt und dann verschnitten und irgendwie als Sachen ausgeliefert, sondern wirklich voll interaktiv, wo der User genau seinen Ausschnitt und seine Ebenen definieren konnte und die Größe des Ergebnisses bildet. Und das technisch, also im Rotprozessor Call an den Server geschickt wurde, dann haben wir rausgeschrieben, sie warten jetzt 30 Sekunden und dann wurde die online generierte Grafik als Tiefstück quasi bei der Push gegeben hat, damit wir auch immer wieder zum Client, zum User, zur Userin zurückgeschickt. War haarsträubend, aber eine wahnsinnige Technik-Innovation und eigentlich dann die Basis dafür, wie dann eigentlich die nächsten, naja, bis Google Maps kam, die Web-Applikationen ausgeschaut haben, muss man fairerweise dazu sagen. Das war die Entwicklung bei uns. Es ist dann 1997 die Applikation Wiener Ärzte mit Ordinationen online gegangen und so weiter und so fort. Und das User-Interface, das wir 2010 gemacht haben, haben wir heute beim Startplan. Doch muss man traurigerweise, wie auch immer, dazu sagen. Natürlich gibt es auch eine mobile Version und die hat jetzt ganz große Diskussionen, wie wir diesen ganzen Geo-Content einfach attraktiver und zeitgemäßer präsentieren. War das ja ein Anfangsvorteil. Und jetzt kommen ganz entscheidende Dinge, die letztendlich dann als Wegbereiter für Open Government Data gedient haben. Im Jahr 2000 haben wir die Dienste auf Geo-Web-Services umgestellt. Das heißt, dass die Endapplikationen über Web-Service-System auf die eigenen Geodaten zugreifen. 2002 ist die zentrale Geodatenbank implementiert worden. Und dann kommen ein paar rechtlich spannende Dinge. 2005 das Wiener Informationsweiterverwendungsgesetz, das Wiener Landesgesetz als Verrechtlichung der Public Sector Information Richtlinie, wo damals ja schon ganz klar festgeschrieben wurde, Informationen, die öffentlich sind, distribuiert werden, öffentlich gestellt werden. Es darf niemanden diskriminieren. Von Open Data war da noch überhaupt nicht die Rede und es muss natürlich auch nicht kostenlos sein. Aber man musste, wenn man das für Universitätsdaten gab, und wir haben da extra billige Preismodelle gehabt, dass man sich das halbwegs leisten konnte, natürlich auch der Wirtschaft zum Beispiel Google diese Daten geben, dafür hat man aber Google das teuer verkaufen können. Also die Preisspanne hat gegeben, sofern man in die Kategorien Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter das sauber trennt. Aber ein gewisser Druck, die Verwaltung dahinter und den Overhead zu minimieren, war damals natürlich schon gegeben. Und dann hat es auch interne Richtlinie gegeben, das erwähne ich auch, weil es nicht unspannend ist, wo wir als Stadt Wien intern das gefestigt haben, die Information, die in der Stadt Wien entsteht, wie die Netzwerkkarte, die RDW und so weiter, ist auch verpflichtet, in der Verwaltung zu verwenden, im Idealfall auch von anderen Verwaltungen. Und das hat natürlich auch sehr geholfen, dass wir hier, sag ich mal, große Schritte weiterkommen. Und dann die berühmte Inspire-Richtlinie der EU, die jetzt konkret das Land Wien betroffen, Wiener Geodateninfrastrukturgesetz verrechtlicht wurde, wo aber auch nicht festgeschrieben ist, dass diese Dinge Open Data sein müssen. Es ist ein sehr klares Regelwerk, gibt vor allem auf technischer Ebene, wie diese Geodaten zu publizieren. Ja, und da habe ich das nochmal dargestellt. Also vor allem für uns als Voraussetzung als Wegbereiter für Open Government Data ist diese schon im Jahr 2000 begonnene Geo-Web-Service-Infrastruktur und das zentrale Geodatenmanagement und vor allem die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Gesetze, Landesgesetze, EU-weiten Vorschreibungen, die eigentlich den Weg für Open Government Data geebnet haben. Und die Stadt Wien hat das dann aufgegriffen, wobei ich möchte vielleicht ganz kurz, bevor wir dann zu dem konkreten Portal kommen, auf das eingehen, was aus der Sicht der Geodaten als die Entscheidungskriterien sind. Das ist dieser maschinelle Zugang. Und das ist, also maschineller Zugang, das heißt eben,
vor allem für fast alle Geodaten, dass das Wien, dass sie wirklich online über diese Webservices auf den Geodatenfundersatz zugreifen und gibt dann diese Kopien, Dichtsatzdaten, die vielleicht ein Vierteljahr wo gelagert werden, bevor sie dann, kostenlos freigegeben werden. Wenn sie über das All auf die Geodaten, dass sie zugreifen, haben sie denselben technischen und aktuellen Zugang, wie wenn sie den Lila-Test-Datum aufrufen oder wenn wir Magistrat intern mit diesen Geodaten das auf dieselbe Datenbank zu. Und Zugangshürden minimieren. Das war der große Wurf, wo die Stadt Wien sich hinausgelehnt hat und wo auch aufgrund der Erfahrung der letzten 20 Jahre, wo wir auch die Geodaten verkauft und gegeben haben, ist da zum Glück hohe Entscheidungsträger und Trägerinnen unseren Vorschlag akzeptiert haben, diese Zugangshürden de facto auf ein Null-Level herunterzubringen, indem wir einfach sozusagen, was ist die liberalste Lizenz, die wir nehmen können, das war dann die CC3.0-AT-Lizenz. Kostenlose Nutzung, wir brauchen keinen E-Commerce-Shop dahinter, um die Euros im Preis zu drehen. Und kommerzielle Nutzung noch nach, vor allem, weil da bin ich Verfechter dafür, die Grenze zwischen nicht kommerziell aus meiner Sicht sehr fließend ist und eine Definitionsfrage ist, wo das anfängt und aufhört. Andere sehen das sehr klar, ich habe bis jetzt keine Klarregelung gefunden. Vor allem sage ich Wirtschaftsförderung lieber direkt, indem die Daten da sind, weil hinten herum fördern, damit man sich dann die Daten kaufen kann und erst recht wieder nichts Produktives auf den Markt bringt, weil es dafür auch schon geht. Und auch dieses Registrierungsthema ist ein ganz heikles. Wir Stadtin haben ja jahrelang Erfahrung gehabt mit 100.000 Zugriffen auf diese Infrastruktur und es hat funktioniert, es hat keinen einzigen Störfall in dem Sinn gegeben. Andere in Österreich behaupten weiterhin, das trifft alles zusammen. Und damit war für uns klar, wir brauchen keine Registrierung. Wir wollen nicht wissen, wer die User sind. Außerdem am Max Mustermann, wer ist wirklich dahinter? Also das ist schon so eine Scheindefinition und über die Nichtregistrierung. Auf der anderen Seite aber, dass durchaus viele Konsumenten von den Daten aktiv funktionieren, sagen, wie geht es, was können wir tun und so weiter, kennen welche User-Base, wo wir keine registrierten Portale haben. Das will uns auch nicht jeder in Österreich glauben. DataGV.at ist Ihnen ein Begriff, das ist das zentrale Portal, wo alle Geodaten, alle Open-Government-Daten und speziell natürlich auch die Open-Geo-Government-Daten Zugriff auf die Metadaten, also die Informationen, was gibt es überhaupt, die Daten selber sind dann über Resource Links direkt meistens bei den Providern natürlich gelagert. Die Open-Definition, ich möchte sie nicht so definieren, da gibt es auch heute noch die größten Meinungen und Sichtweisen darüber, ganz simpel gesprochen, alles das, was grundsätzlich öffentlich sein darf, weil es, ich formuliere das bewusst nicht juristisch, dass man keinen Schaden anrichten kann. Also sobald ein Personenbezug drinnen ist, reden wir nicht mehr von Open Data. Das ist ganz, ganz simpel. Auch sensible Daten, wo genau die Gasleitung verläuft, da kann man diskutieren, was man will. Das wird eine Verwaltung, Gewinner, Netze, wie auch immer, nicht freigeben. Und die kritische Infrastruktur, also ganze zentralen Leitungsbauten und so weiter, das sind einfach Dinge, die geschützt werden müssen aus verschiedenen Gründen, wo natürlich auch nur eine von gewissen Klientel, die diese Daten definitiv benötigt, zugreifen darf. Und was auch wichtig ist, das ist auch der vom Wiener D-Stadtplan, der ist natürlich auch open, unter Anführungszeichen, sei verfügbar beim Netz, kann ich verwenden, hat aber mit unserem Begriff von open nichts zu tun, weil ich kann mich nur in dieser Applikation wie ein Gefangener bewegen, die zwar einiges kann, aber nicht mehr. Open heißt bei uns, ich kann mir die Daten, die hier sozusagen hineingepackt sind, selbst herunterladen, verarbeiten, analysieren, neue Produkte generieren und die Produkte wieder am Markt verschenken oder verkaufen, wie auch immer ich will. Das ist das, was wir unter Open verstehen. Das Geo am Open Geo Government Data, also überall dort, wo bei diesen Daten mit Informationen Koordinaten mit dabei sind, dieser Geobezug da ist, dann reden wir eben von Geodaten, ob das Adressen, Bezirksgrenzen, Wahlstein, die Flächen, Widmung, Gebrauchsstellen und so weiter. Sind, ist dann einerlei. Wenn wir auf DataGV.at im Open Government Data Portal uns bewegen und es nach Geodaten suchen, es gibt keine Kategorie Geodaten, das wollte Mann oder Frau nicht. Man findet aber trotzdem alle, nämlich das wie Energie, über die Schlagwortliste, kann man dann aufklappen und nach wie Energie suchen und kommt dann immerhin von 430 Wiener OGD-Datensätzen 195 sind Geodaten. Also man sieht schon die Gewichtung,
dass es ein sehr hoher Prozentsatz ist. Und wenn man österreichweit sucht, muss man halt über die Formate sich das anschauen, weil einfach die Geodaten sich verraten durch ganz spezielle Formate, wie diese Web-Service-Schnittstellen, Web-Map-Service, Web-Feature-Service, Web-Map-Tiling-Service, Shape-File und so weiter und so fort. Ein paar ganz wenige ausgewählte Beispiele möchte ich bringen. Basemap.at, prominenteste, nicht nur weil ich der Projektleiter von Basemap österreichweit bin, sondern weil es wirklich voll eingeschlagen hat, dieses Produkt. Und zwar deshalb, weil wir von Anbeginn gesagt haben, wir machen nicht eine Open-Version, die halt ein bisschen weniger kann, als das, was vielleicht der Rest kaufen kann, sondern die Originaldaten bis zum Detailmaßstab sind vollkommen frei verfügbar in dieser Karte als eine Alternative, wenn ich die brauche, zu einem Google Maps, zu einem OpenStreetMap oder was auch immer. Ja, also zu den, sage ich, Karten, die es am kommerziellen Sektor gibt, die es also von der Community selbst erstellt gibt, und im Verwaltungsbereich hat es nichts gegeben. Es hat zwar alle die Geodaten gegeben, vereinzelt und so weiter, also ich möchte eine Verwaltungsgrundkarte von Österreich haben, hat es einfach nicht gegeben, deshalb haben wir es gemacht. Homepage von Basemap.at empfehle ich jedem, da mal drüber zu gehen, da sind doch einige spannende Informationen drin und auch Anleitungen, wie man das einbinden kann. Die Eckpfeiler dazu im Maßstab 1:1000 flächendeckend, in einigen Gebieten 1:500, das wird immer mehr, das sind so die Landeshauptstädte, die auch heuer vermehrt dazukommen werden. Und jede Koordinate, die da drinnen ist, kommt von irgendeiner Verwaltung in Österreich. Ja? Und kann auch zurückverfolgt werden. Man will einen Fehler entdecken, definitiv können wir feststellen, wo genau diese eine Koordinate von diesen Milliarden Koordinaten, die da drinnen sind, herkommt. Und eine flächendeckende, vollständige die Orientierungsnummern, die Sie sehen, sind die offiziell, mit denen alle Verwaltungen tagtäglich arbeiten, RFC-Prüfe adressieren und. Die offiziellen Straßenbezeichnungen, die sich manchmal unterscheiden von dem, was da wirklich am Haus oben steht, aber das sind die offiziellen und vieles mehr. Ein paar Ausschnitte vom Übersichtsmaßstab bis hin, das ist ein Ausschnitt aus dem Zentralfriedhof in Wien, wo man sieht, im Maßstab 1:500, da ist sogar jedes Grab mit der eindeutigen Grabnummer beschriftet. Das sind die Produkte, Standard-Frau-Oberle-HTP und dann noch das Ortofoto dazu. Die Produkte, die Kartenprodukte werden alle 2 Monate vollautomatisch aktualisiert, das Ortofoto einmal im Jahr. Wobei das heißt auch beim Ortofoto, dass alle Bilder von Österreich maximal ein Jahr alt sind. Österreich wird in 2 Jahreszyklus geflogen, unterschiedlich, weil man gar nicht die Fluglage bekommt. Wien wird jährlich geflogen. Es gibt unzählige Beispiele, kann man sich auf der Homepage anschauen, von Verwaltungsseiten. Sehr ganz tolle Applikation für Schulversorgung in Österreich, Lawinenwarndienste in Salzburg, das ist der Verkehrsverbund Oberösterreich. Das gleiche gibt zum Beispiel hier die App A nach B. Die Alias-Basis, die wir jetzt haben, oder hier das, die Grabstellsuche der Wiener Friedhöfe GmbH, die sogar auch ein Routing integriert hat. Dass ich vom Tor zum Grab sozusagen den kürzesten Weg habe. Dann Freizeitportale, perkrieg.at ist vielleicht durchaus bekannt. Und wo das auch meistens extrem gut gelöst ist, es gibt nicht die Karte, die ist die bessere und die schlechtere, oder das Produkt ist besser oder schlechtere. Für jeden Use Case gibt es die ideale Karte. Und das löst man am besten so, indem man einfach die verschiedenen Karten, die es gibt, anbietet und die RFC eben auch die Baseline anbietet, das ist ein Ortofoto-Unternehmen, natürlich auch die Schlüssel-Variante und eine ÖK50-Variante. Und für den ein oder anderen Use-Case ist gerade mal die Karte die bessere oder die andere. Das Portal von Intercell. Ein zweites ganz herausragendes die Applikationsplattform, BIP.at, intermodales Verkehrssystem, Referenzsystem in Österreich. Ich kann es auch nur anreißen, schauen Sie sich das einfach in Ruhe am Portal an und wenn Sie mehr wissen wollen, kontaktieren Sie uns oder die Betreiber davon. Auch diese Form ist in Europa einzigartig in dieser Qualität und vor allem mit dem Zusatz, dass das alles offen Data gestellt ist. Adressen ist ein schwieriges Thema in Österreich weiterhin. Deshalb bringe ich da die Wiener Adressen, die wir uns OGT haben, seit einiger Zeit noch das Wiener Adressservice, was uns OGT ist. Sonst gibt es auf DataGV.at österreichweit keine Adressen, es gibt die Feedbackdaten, die sind das ganze SMS-Wesen mit eigener Lizenz und an dem Thema arbeiten wir so lange, bis wir es gelöst haben. Ich habe jetzt in den Folien, weil die werden vermutlich nachher Snapshots drinnen von verschiedenen Beispielen. Ich habe da eine, das ist eine proprietäre Software, Artis.com, über einen Webview, wie man sowas ausprobieren kann, wie man mit OpenGeodata arbeitet.
dann Cookies ist natürlich sonst auch in aller Munde hier. Ein paar Snapshots. Das zeige ich kurz live her und das wäre dann Cookies, wie man das integrieren kann, Bezirksgrenzen, Bezirksgrenzen und damit also Statistik kombinieren kann und diese Flächenkartogramme darstellen kann. Das erste mit dem ArcGIS.com möchte ich Ihnen kurz live zeigen. Das heißt einfach, ich möchte Ihnen demonstrieren, wie easy es geworden ist, mit offenen Geodaten heute zu arbeiten. Ich komme von der Uni Kartografie, von meiner Ausbildung und weiß, wie das vor 20, 30 Jahren, also technisch noch gar nicht möglich, und das vor 10 Jahren noch organisatorisch rechtlich unmöglich war, auf diese Dinge wirklich in Sekundenbruchteilen zuzugreifen. Da hat allein ein Ansuchen und Daten zu kommen, halt sehr gedauert und dass man dann nachher feststellt, na, das kann sich die Uni so und so nicht leisten. Also die Zeiten sind zum Glück. Was ich jetzt mache, ich möchte bewusst demonstrieren, auf einer Seite habe ich Software, in dem Fall einen Kartenführer, der ist jetzt von einer proprietären Firma. Da gibt es vielleicht auch Open Source Produkte und wenn nicht, kann man da aber ja was basteln einmal. Und auf der anderen Seite habe ich die Daten und dazwischen stehen Schnittstellen, Standard, in dem Fall diese Geo Web Services nach dem OGC Standard oder ISO Standard dahinter. Das ist dieser Viewer, der bietet da eine proprietäre Weltkarte an. Und wir sagen jetzt, unser Use Case ist ganz einfach, ich möchte statt dieser Weltkarte die Basemap als Open Geo Government Data Grundkarte verwenden. Das heißt, ich muss hier in dem Fall einfach diese Basemap aus dem Web hinzufügen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie heißt die Basemap und wo ist sie. Jetzt gehen wir auf data.gv.at, suchen da nach der Basemap.at. Da ist sie. Und was wir, das ist immer dasselbe Spielchen, brauchen, ist sozusagen diese Web-Service-Schnittstelle. Und die ist da dahinter, hinter diesen Get Capabilities. Diese URL, die nehmen wir uns, die Adresse kopieren. Und was gut ist, dieser Web-Client bietet auch diese Web-Tile-Service OCC-Schnittstelle an. Und da gebe ich dieses XML hinein. Er hat es bereits ausgewertet von unserem Server. Und hat erkannt, dass es da verschiedene Produkte gibt. Hier erinnert sich an die Folie. Wir haben 5 Basemap-Produkte. Dann nehmen wir das Standardprodukt. Tauschen es gegen diese Hintergrundkarte von dem Web-Client aus und da sind wir schon. Ja, und sind im Prinzip live auf der Basemap.at. Und damit ich nachvollziehen, dass die Folien alle echt sind, wenn wir da jetzt beim Zentralfriedhof zum Beispiel hineingehen, 1 zu 500 haben wir die selber beschriftet. Und jetzt sagen wir vielleicht noch, naja, und das Orterfoto wollen wir jetzt auch noch drüberlegen. Da sind wir wieder diese XML-URL ein, Layer abrufen. Holen uns noch das Orterfoto dazu. Und hat er nicht, und das ist auch unterwegs. Jetzt legt er das da natürlich, also vielleicht deckend drüber, opak drüber. Jetzt könnte man dann zum Beispiel noch sagen, okay, ich will das Orterfoto 50% transparent legen. Und also das, was wir jetzt da in dieser halben Minute gemacht haben, war früher ein kleinerer Workshop, früher eine Semesterarbeit auf der Uni Kartografie, würde ich sagen. Und jetzt sagen wir noch zusätzlich, naja, und jetzt beispielsweise, um von diesen 200 Geodaten, die wir da haben, noch etwas, sozusagen eine Thematik drüberlegen. Ich nehme da die Citybikes immer sehr gerne, weil es ein europaweit einzigartiger oder unique Datensatz ist, das gibt es von vielen. Kann man auch auf dem European Data Portal recht gut suchen. Und wir nehmen da diese Webmap Get Capabilities Schnittstelle, wo alle unsere Geodaten, die wir als Webmap Service anbieten, hinterlegt sind, Link an rechts kopieren. Das ist ja nur kein WMGS, sondern ein WMS, ein Webmap Service nach OCC Standard. Geben Sie das Capability da hinein, sagen Layer abrufen. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil er natürlich jetzt die 193 Layer da gefunden hat. Und wir nehmen jetzt die Citybikes davon. Die legen wir drüber. Und was wir jetzt zusammengebastelt haben, bin schon am Ende, danke, ist vereinfacht ausdrücklich nichts anderes, was der Wiener Testplan macht.
indem eben dieser Webviewer, diese Applikation, diese Intelligenz bereitstellt, wie ich Geodaten verarbeite und natürlich diese OGC-Standards beherrscht. Das ist eigentlich sozusagen diese gemeinsame Sprache. Und wir auf der anderen Seite vom Open Data Portal und die offenen Geodaten der Stadt Wien genommen haben oder österreichweite Geodaten funktioniert mit euren Geodaten etwa gleich und die verheiratet haben über sozusagen ein Interface dieser Applikation freigeschaltet, die in vielen anderen, sage ich mal, Web-Frameworks, die Geodaten bereitstellen, heute dahinter versteckt ist und keine Möglichkeit bietet, das selbst hinein zu administrieren. Gut, ich hoffe, ich habe Ihnen einen kurzen Einblick, Überblick geben können. Und was mir ganz wichtig ist, um auf die Eingangsfolie zurückzukommen, dass eben wir heute da stehen, wo wir sind und alle davon profitieren können, kommt nicht von ungefähr, hat eine lange Geschichte, die zum Glück, und da möchte ich also ganz danken, schon vor vielen Jahrzehnten als richtig erkannt wurde, auch zu fördern, zu forcieren. Und so gesehen haben wir heute einen großen Satz, der noch, sag ich mal, gehoben werden kann. Das ist aus meiner Sicht erst der Anfang, was da jetzt alles möglich ist. Dankeschön!